Linzerinnen und Linzer, Kapu, Stadtwerkstatt, Freies Radio Oberösterreich, Servus.at, Kjochö und Medienwerkstatt. Was die politische Meinung, die politischen Ansichten betrifft, da habe ich mir etwas vorzuwerfen. Bei Schlechtwetter im Bereich der Kulturpolitik unterwegs zu sein, zu einer uferlosen Weite. Gerade in Zeiten wie diesen, gerade in solchen Zeiten ist es, glaube ich, gefragt, auch bei diesen Vereinssubventionen sehr genau zu schauen, wofür das Geld verwendet wird, nicht wirtschaftlich oder nicht wirtschaftlich. Im Lichte der sehr wortreichen Ausführungen der Kulturpolitik darf ich festhalten, dass einige dieser Vereine für die nächsten 3 Jahre eingespart werden. Wir sehen das kritisch, wirtschaftlich oder nicht zweckmäßig oder nicht. Es geht für mich in der Politik in erster Linie darum, Probleme, die es heute gibt, anzusprechen. Das ist für uns ein allerhöchstes Alarmsignal, dass man da wirklich seitens der Politik prüfen muss, was da schiefgelaufen ist. Wir als sehr kritische Fraktion, Bund Freie Jugend, wie auch immer man das ausspricht, werden aufgrund unseres aktuellen Wissensstandes heute auch dagegen stimmen. Im Moment sehen wir das aus verschiedenen Gründen für äußerst fragwürdig und werden dabei den Vereinen Kapu, Stadtwerkstatt, Freies Radio Oberösterreich, Servus.at, Kjochö und Medienwerkstatt diese Vereinsförderungen im Gesamtausmaß von 279.100 Euro pro Jahr, somit insgesamt 558.200 Euro für die Jahre 2013 und 2014, vielleicht da oder dort noch etwas optimiert auch zustimmen und hoffen darauf, dass wir in die Wahl hineingehen, eine mittelmäßige und wo nicht überall Müll herumliegt. Wir wollen etwas Neues schaffen und nicht uns mit Problemen, die es vor 40 Jahren vielleicht gegeben hat, abtun. Aber wie gesagt, heute bleibt es dabei, diese 500.000 Euro. Man muss aufgehen gleich mit den Händen. Also machen wir es gleich. Und auf! Das wird ernst. Ja. Und auf!